Sehr schön. Junge, ich habe eine, ich weiß nicht, ob das ein Shoutout wird oder vielleicht ist es auch richtig schlimme Empfehlung. Ich gucke ja gerne so True Crime Sachen und höre das auch, ne, so Podcasts. Ist unglaublich erfolgreich, dieses Genre im Podcast-Game und im Streaming-Game. Kommt das daher, weil jetzt alles so authentisch sein Ich weiß muss? es nicht, aber es ist irgendwie, also ich weiß nicht, ich gucke mir das gerne an. Es ist ein bisschen komisch, das zu sagen, ne? Aber ich weiß nicht, ich gucke, ja, tue ich halt. Und ey, da habe ich jetzt gestern eine dreiteilige oder vierteilige Dings durchgeguckt. Der Rhein-Ruhr-Ripper. Ey, Das das. ist trotzdem von allen Mördern der uncoolste. Also der ist nicht so cool wie die Amis. Ja. Rhein-Ruhr-Ripper, ey, der ist einfach nur ein Blender. Der Rhein-Ruhr-Rapper. Nee, Junge, das ist, also das, wenn ihr sowas gerne guckt, ist deswegen ein Shoutout, weil manche suchen ja mal Oder danach. Das war selber ich, in dem Beruf ja, ich kenne seid. viele, die das gerne gucken und die sowas gerne gucken und wenn ihr euch damit relaten könnt, ey, Euch dann guckt ihr, das inspirieren ist das wollt. auf jeden Fall der krankeste, gestörteste auf jeder Ebene, psychisch, sexuell, allem, was ich jemals geguckt habe. Only im Junge, das ist, und ich habe schon viel geguckt Ruhrgebiet. und es war oft, dass ich dachte, puh, okay, aber das war gestern so mit, ey, ich muss mal auf Pause machen jetzt. So, das war schon, Wo läuft und zwar das? nicht visuell, also man, ne, es wird da nicht groß gezeigt, also, aber da sind die Verhöre, ist das, also nicht da, wo man sich verhört, sondern, wie nennt man das? Die Verhörungen, wie nennt man das? Die Verhörer. einfach noch eine Verhörere, die, Ja, meinst du die Aktion? Meinst du wo der den verhört Raum? wird, Vernehmungen, so. Die werden Verhörungen. da von einer Kriminalistologin Ah, abgespielt, Mach. gezeigt und Junge, der, wie der das, der schildert das halt sehr detailliert, was der gemacht hat. Ich werde es hier nicht tun, aber das ist einfach richtig sick. Guckt euch an, kleine Shoutout an den Rhein-Ruhr-Ripper. Irgendwie ist das ja total ungewöhnlich, dass du sowas guckst. Ne? Du bist ja, nee, du bist ja der einer der fröhlichsten Menschen, die ich Ja, kenne. war der auch. Und irgendwie du bist ja anscheinend irgendwie durch dieses, weißt du, diese perfekte Familienwelt, die du hast, irgendwie wirst ja getriggert, dir immer Nee, so eine das war schon immer so. Ich Scheiße habe sowas reinzuziehen. als Kind schon immer gerne, immer solche Sachen immer gelesen und ich habe my darker side. Ja, ist Ja, irgendwie. auf jeden Fall. Du Ja, brauchst ja ja. im Leben Entspannung und Junge, das Spannung. die Black, meine Black-Metal-Phase, da hättest du mich Anders mal sehen gesagt, sollen. wenn du ein paar Leute gerippt hättest, dann würdest du das nicht gucken. Dann wäre das Nee. so abgedeckt in deinem Würde ich auch Alltag. gucken, so Klugscheißer, dass die dann das hätte ich anders Weißt du, gemacht. nach einer Folge denkst du, ja, ich weiß. Das ist so, wie als würdest du eine Serie übers Windeln wechseln, würdest du sagen, ey, ich schnarche hier gerade. Weißt du, wenn du selber die Leute meuchelst, dann ist das so, ah, oh Ja, das Gott. ist ja einfach so ein anderes voyeuristisches Ding wird da getriggert als bei Trash-TV.